Oh, feine Sache. Benedikt sieht nicht so begeistert aus. Stimmt was nicht? Ich habe ja das Fersenfilet. Ja, es steht auf der Karte rosa oben. Ist fast ein bisschen weit oder sehr durchgezogen. Ja, ist ein bisschen durchgezogen. Das ist jetzt beim Schnapsal trinken, siehst du? Es kostet fast 27 Euro. Das ist das teuerste Gericht auf der Karte. Und das darf halt nicht passieren. Ich probiere es jetzt einmal dann. Mal schauen. Aber dieser Filet, es wird dann trotzdem zart sein. Hauptsache, das Gericht ist nicht zu zart abgeschmeckt. Ben steht auf kräftige Aromen und selbstbewusste Würze. Aber geschmacklich 1A. Was ich aber noch dabei gehabt habe, das sind die wunderbaren Kürbisdascherl. Sehr pikant abgeschmeckt, ein bisschen orientalisch. Eine wunderbare Kombination, weil es einfach sehr harmonisch ist und auch wirklich sehr gut abgeschmeckt. Also, so ein bisschen das Urige, so richtigen Kartoffel-Ravioli kann man ja fast sagen. Mit einer exotischen Füllung, mit dem Curry, kommt gut an. Koch Michael steuert einen Michelin-Stern an. Kann Gastgeber Markus ihm das Wasser reichen? Mit der Fersenlenden vorn drauf. Das ist nur richtig schön rosabraun. Optimale Geschichte. Wir haben ja drinnen gewesen, wie wir es gemacht haben. Ich habe leider nichts probieren dürfen. Die Sauce einbaumfrei. Die Pfefferrahmsoße war gut. Und jetzt noch mal auf Hochdeutsch. Die Pfefferrahmsoße war gut. Allerdings muss ich leicht sagen mit den Händen. Die Händelstreifen, die haben fast ein bisschen zu dünn geschnitten. Sind ein bisschen trocken, sind sie, schätze ich. Wie schmeckt denn das Würstel jetzt? Das Würstel? Auf die Schnapswürstel, das hat er uns halt anpriesen und dass er so stolz drauf ist und so super. Es war super im Geschmack, also es war wirklich würzig, es war gut. Da war auch Chili-Noten drinnen, sag ich mal. Es heißt doch eigentlich Schnapswürstel. Für mich war das eher Pfefferwürstel, weil der Schnaps ist nicht durchgekommen. Ferenc, wie sieht's aus? Hast du mit deinen Ochsenbacken eine gute Wahl getroffen? Das ist ein echter Knaller. Butterweich, die Kruste. Echt geil. Ein bisschen mehr Meerrettich-Geschmack her. Wäre optimal. Die Egerlinge. Klasse. Richtig würzig. Ich bin wohlauf zufrieden. Ich komme gern wieder. Rechnet Küchenchef Markus mit Lob oder eher mit Kritik? Einen Fehler habe ich gemacht, den verrate ich aber jetzt noch nicht. Schauen wir mal, ob ich recht habe. Wir werden ja später noch mal reden über das Thema. Aber ansonsten bin ich zufrieden und gelassen jetzt. Okay, er ahnt was. So, was wird es jetzt sein? Das Stück Fleisch. Vermasselt ihm der Garpunkt die Erfolgstour? So, meine Herren, wie schaut's aus und Damen? Also, Markus, erstmal gut hast du gekocht. Also, geschmacklich wunderbare Spätzle. Es waren gut gewürzt. Sie sind selbst gemacht, das sieht man auch. Auch wenn es jetzt keine schwäbischen Spätzle sind. Die bayerischen, die sind Knöpfle, glaube ich. Knöpfle, wie man bei uns sagt. Da ist Patricia auch zu Hause, ne? Das merkt man, ne? Also, sie ist so ein bisschen das Mädel, was so dieses, das Urige mag. Aber das ist ihr Ding. Das mag sie. Und gleich, Markus, das war gut. Ein bisschen vermisst habe ich den Käse. Vielleicht auch bloß mein Geschmack, die Variante, wenn man halt so den Käse nimmt und dann zippt sie den noch so ein bisschen runter. Okay. Ja, jetzt kann es auch, dass ich am Schluss machen wir immer noch mal einen Käse oben drüber. Kann es auch, dass ich vergessen habe, dass ich das noch mal richtig vermengt habe. Ist ja logisch, ich mache Käsespätzle, dann mache ich oben noch mal Käse drauf. Also habe ich oben Käse, unten ist kein Käse. Vergessen. Er nimmt sich selber dann auch an der Nase. Ja, ist ja logisch, habe ich vergessen. Finde ich gut. Wie übel nimmt Benedikt ihm die Fleischpanne? Das Filet war vielleicht ein Tick drüber. Es war noch. Du hast das gesehen, bestimmt. Natürlich ärgert er mich. Und leider ist der Fall auch eingetreten. Das Blut ist vom Fleisch rausgelaufen, hat sich mit der Rahmsoße vermischt. Das war bei mir ja auch schon so ein bisschen. Ne? Also da fehlt dann einfach so ganz kurz noch mal eine Ruhephase, wo man es einfach noch mal entspannt stehen lässt und so. Aber hier sind. Gut ist voll, ne? Ich hab's im Ofen drin gehabt. Dann habe ich es noch ganz kurz in Teppichblätter in Salamander rein. Da. Und ich meinte, er ist aus. Dann habe ich die Käsespätzle ja drin gehabt im Salamander. Mei, dann ist es passiert. Er hat es selber gesagt, hat es gewusst. Und wenn ich es schon weiß, dann bringe ich den Teller raus. Und ich weiß, dass ich eine Reklamation kriege. Dann umgehe ich das alles und bringe das nicht raus. Er hat den Weg gewählt und geht damit bombastisch um, der Markus.
Und sagen wir zum Wohl. Das ist ein guter der Wein noch, gell? Ja, machen wir. Auf Markus. Danke schön. Markus. Ciao dabei. Und mir, ja, Prost. Auf den Brüller müssen wir. Endspurt. Brasilien-Fan Patricia hat in der Runde den Zuckerhut auf und checkt die Nachtischproduktion. Ja, Patricia. Servus. So, Patricia, der Arnold und du, ihr werdet jetzt einen Topfen Christknödel machen. Aha. Mit Zwetschgenröster. Ich glaube, dass ihr zwar das sauber hinkriegt, ich werde mich jetzt nämlich verpissen. Okay. Denke mir, saufen mit den anderen, wollen wetten? So, Arnold, sagst du mir da mal ein bisschen was dazu? Was hast du denn jetzt da in deiner Schüssel drin? Quark, Grieß, bisschen Orangenschale, Zucker, Vanillezucker und Eier. Bis plongieren wir hier. Soll ich dir helfen? Ja. Dann ich hol mir schnell Handschuhe in deiner Schublade. Patricia hilft beim Grießknödel kneten. Sehr nett. Jetzt muss er halten. Da muss er fluffig sein. Das ist echt gut, ne? Bisschen Zucker rein. Ins Wasser? Genau. Weil? Warum muss in das Wasser Zucker? Weil sowieso verloren ein bisschen Zucker reinkommt. Aha. Und machen wir ein Stück. Der Knödel verliert ein bisschen Zucker. Und damit er nicht so unsüß wird, gehen wir in das Wasser auch noch ein bisschen Zucker. Machen wir zwei, drei Stunden Nelken. Darf ich den Knödel jetzt schon reinlegen, Arnold? Ja, wenn es richtig schön. Natürlich. Du, die kochen auch alles frisch da. Bei der Menge, ne? Also wenn man da mal irgendwie auf das eine oder andere Convenience-Produkt zurückgreift, würde das auch jeder verstehen. Das machen die nicht. Lass mal noch so 3 Minuten. Genau. Zeigst, wie du in der Zwischenzeit das zwetschgen musst. Für das Pflaumenkompott löst Koch Arnold erst einmal Rohrzucker auf. Und das machst du alles nach Gefühl? Einfach so nach bayerisch Gefühl. Schnell. Bayerisches Gefühl, genau. So wie du auch Bayer bist. Ah, oder? Bin ich nicht so ein Bayer. Er spricht gut Deutsch, er ist ein lustiger Typ, der hat was drauf, ist ratzfatz in der Küche, macht einen super Job. Auf die frischen Zwetschgen wartet ein süßes Bad in der Pfanne. Machen wir ein bisschen ablöschen mit Contre, Himbeerschnaps, Sobrandes und ein bisschen Rotwein. Zum Glück verfliegt der Alkohol fast vollständig bei der Hitze, ist aber keine Süßspeise für den Kindergeburtstag. Lass mal reduzieren, bisschen das Alkohol wird weg. Johannisbeersaft. Fehlt da nicht noch Zucker? Für Wirtin Patricia kann es gar nicht süß genug sein. Mhm. Sehr gut. Das könnte aus Brasilien sein. Oh. Voller Süße, schätze ich. Das war so pappsüß. Ich hab mich gefühlt wie bei meinem Mann zu Hause. Und da sind ganz normale Semmelbrösel. Genau, Semmelbrösel mit Zimt, Zucker. Ah ja, dann ist doch nicht so ganz normal. Normal kann ja jeder. In der Pfanne mit der gezuckerten Panade können sich die Grießknödel schön rumkugeln. Davon bekommen sie einen süßen, krossen Mantel. Also die Knödel sind jetzt fertig? Ja. Und wie wird das jetzt angerichtet? Ja, ist eine Überraschung. Eine Überraschung für mich? Genau, alles klar. Dann freue ich mich. Ja. Bis danke. Dann. Bis dann. Ciao, servus, Arnold. Zum Showdown lässt Koch Markus die Kalorienbomben platzen. Gastronomin Patricia kontrolliert den Zuckerspiegel und Geschmack beim Palatschinken. Benedikt hat sich im dritten Gang für die klassische Crème Brûlée entschieden. Wie kommt das marmorierte Schokoladenmus bei Feinschmecker Michael an? Und Ferenc hat bisher nur gelobt. Ändert sich das bei den Topfen Grießknödel mit Zwetschgenröster? Alles passend und stimmig für mich, für das Wirtshaus. Alles selbst gemacht, also handgefertigt. Ich habe ein richtiges Geschmackserlebnis gehabt, aufgrund dessen, weil ich eigentlich dachte, dass der Pfannkuchen warm ist mit Vanilleeis. Der war leider kalt. Ich habe mir halt einfach vorgestellt, der kommt warm mit dem Vanilleeis. Der kann eigentlich schon ein bisschen Temperatur haben. Aber das macht er, damit das Eis da drin nicht so schmilzt. Und die Apfel- oder Quittenkomponente, die ist dann warm. So fängt das wohl wieder auf. Schmeckt mir gut. Süß genug. Nicht aus Brasilien, aber lecker. Patricia hat beim Grießknödel Kugelstoßen für Ferenc geholfen. Ist der Nachtisch gelungen? So serviert finde ich sehr urig, passt gut. Ich schätze auch, dass der Ferenc das jetzt loben wird. Man sieht auf jeden Fall, dass er handgemacht ist. Und wenn es deine Handschrift war, es ist eierförmig. Aber es kommt auch auf die inneren Werte an.
Jetzt gibt es doch noch mal schnell eine Schrecksekunde, würde ich sagen, oder? Ein Ticken zu gummrig. Er ist zu fest. Also für einen Grieß, ist er einfach zu fest. Vielleicht hat er einfach ein bisschen zu viel Grieß diesmal rein, weil er wiegt ja auch nichts ab. Ist der Knödel süß? Innen? Nein, null. Darf man mal probieren? Rudelverkostung. Na, was sagt ihr? Sind die Kugeln unterzuckert? Also ich, für meinen Geschmack, finde in Ordnung. Auch nicht also zu wenig gesüßt oder so. Also ist eigentlich, du musst halt alles probieren. Ne? Richtig, es ist die Außenfassade außenrum. Wenn man eine Komponente isst, kann es passieren, dass das einfach nicht schmeckt. Aber dieses Gesamtpaket ist einfach Bombe gewesen. Schrecksekunde erledigt, oder? Mitstreiter Michael hat die marmorierte Schokomousse bestellt. War das eine gute Entscheidung? Schaut ganz gut aus. Schmeckt auch gut. Ist nicht zu süß. Dann habe ich noch so eine Fruchtsauce dabei. Ist ein bisschen säuerlich, ist ein wenig so schwarze Hannisbeere oder was. Bringt ein wenig die Säure mit in die Schokomousse rein. Ganz gut. Nun zu dir, Benedikt. Ist die traditionelle Creme Brûlée perfekt gelungen oder hast du etwas auszusetzen an dem Nachtisch? Dann eine schöne, knusprige Karamellschicht da drauf. Die Creme Brûlée ist schön cremig, nicht zu fest, nicht zu weich. Schöne Konsistenz, ein paar frische Früchte dabei. Ja, in Ordnung. Junge, Junge. Der Markus hat abgeliefert, ne? Eine Lieferung hat der bayerische Küchenchef noch. Das schwarz auf weiß gedruckte Preis-Leistungs-Verhältnis mit dem dazugehörigen Schmiermittel. Rechnung kommt mit Schnaps natürlich, ne? Muss man sich die Rechnung hier tatsächlich schön trinken oder sind die Preise im Preisinghof gerechtfertigt? Wir haben in der Rechnung von 169,60 ca. 47 Euro haben wir Getränke gehabt. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich hier bei Markus echt in Ordnung. Von der Qualität her, von der Menge her. Preis-Leistung passt auf jeden Fall. Da können wir wieder. Das ist mehr als passt. Ich finde, alle die ganze Woche überall, bei allen fast zu günstig. Wie geht's denn jetzt unserem Gastgeber Markus? Es hat mir richtig Spaß gemacht die Woche. Aber jetzt bin ich erschöpft und bin froh, dass es vorbei ist. Ein toller Koch, ein äußerst angenehmer Zeitgenosse und macht mir den heutigen Freitag so richtig, also gibt mir einen richtigen Kick für heute. Es hat Spaß gemacht und ich darf sagen, wie, da trinkt man am Land. Okay. Prost. Prost. Danke. Prost. Hoch die Tassen und hoch die Tafeln. Jeder vergibt geheim bis zu 10 Punkte. Schreibt an. Der Markus bekommt von mir 9 Punkte. 8 Punkte. 8 Punkte. Volle 10 Punkte, weil er nicht nur mit Herzblut, sondern wirklich bayerisch im bayerischen Wald ist. Markus hat 35 Punkte kassiert und liegt mit dem Rupperts Bon Vivant vorne. Jetzt hängt alles an Mikes Wertung. Mit Wild wollte Michael den Spitzenkoch überzeugen. War das ein Volltreffer, Mike? Ich habe einen Spruch gelassen, den hört man ab und zu von mir. Große Klappe, viel dahinter. Also, bist wirklich in Ordnung, aber ein bisschen runter vom Gas, habe ich dir gesagt. Aber ich messe dich an deiner Perfektion. Okay, das hast du dir eingebrockt. Du weißt, was mit dem Fleisch war. War ein bisschen zäh. Deswegen zieh ich den Punkt ab. Ansonsten bist du eine Zehner-Type. An Tag 2 ging es wild weiter in Benedikts Jagerwirt. Deine Wertung, Mike? Danke für das tolle Gericht. Und danke für deine bescheidene und demütige Art. Du hast der Woche ganz gut getan. Manches Mal hast doch mal einen rausgelassen. Aber Punkte willst du haben von mir, okay? Es war alles perfekt. 10 Punkte. Welchen Rat hast du für Ferens Rathausrestaurant Barbinger, Mike? Du hast es sicherlich am schwersten. Dir ist quasi ein kleines Konzept vorgegeben und das ist auch fein so. Also ein Gruß an den Bürgermeister, das ist klasse. Aber du musst ganz viele Sachen bei dir unter einen Hut bringen. Ich glaube, nur mal neu justieren. In der Woche hast du ein paar Mal solche Augen gemacht und da habe ich gemerkt, du bist am Einordnen. Ja? Mein kleines Kinoessen war in Ordnung, aber Junge, ich muss dafür Punkte geben. Leider nur 6, aber ihr seid toll. Bitte einfach jetzt noch mal Vollgas.
Patricia holt im Mettner Hof Brasilien nach Bayern. Wie viele Punkte spießt sie auf, Mike? Ihr habt es echt geschafft, was Exotisches in was gut Bürgerliches reinzuzaubern. Ihr seid doch Multikulti, total offen. Ey, Elvis, meine Fresse, ne? Der passt ja in kein Korsett. Und euer Konzept ist echt gut. Es ist nicht schickimicki, es ist trotzdem auf den Punkt. Die Mädels in der Küche, Salate schmecken gut. Alter Schwede, dass ich für sowas mal 9 Punkte gebe, hätten wir mal vor kurzem erzählen sollen. Gratulation. Wie hat sich Küchenchef Markus denn heute geschlagen in seinem zünftigen Preisinghof? Du hast die Woche abgeschlossen und das mit einem Tempo, mit einer Urgewalt, mit einer Sympathie, mit einem Power. Und dein Essen war echt richtig klasse. Du hast im Ganzen mit allem zusammen 10 Punkte verdient. Wir legen Mikes Zünglein auf die Waage, zählen zusammen und haben einen Gewinner. Das ist ganz knapp mit 45 Punkten der Preisinghof.